Hatte spricht Volkmar Vogel für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beleuchten die Siedlungsstrukturen ja in ihrer Gesamtheit mit dem heute vorliegenden Stadtentwicklungsbericht. Und man kann zu Recht sagen, wenn wir vom Stadtentwicklungsbericht sprechen, sprechen wir sowohl von den großen Städten als auch über die kleinen Städte und über die Gemeinden. Und das Ergebnis, Frau Staatssekretärin, auch wenn es uns vor neue Herausforderungen stellt, das Ergebnis des Berichtes kann sich durchaus sehen lassen. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber nur, weil wir auch gemeinsam arbeiten. Das ist keine Aufgabe, die wir als Bund lösen können, sondern das ist eine Aufgabe, die wir als Bund, Länder gemeinsam mit den Kommunen uns stellen und lösen müssen. Und eines der wichtigsten Instrumente dafür ist natürlich die Städtebauförderung. Und der Abruf der Städtebaufördermittel, so wie er ist, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und der Dank gilt hier auch allen Akteuren, die dabei beteiligt waren. Das sind sowohl unsere kommunalen Unternehmen, die Genossenschaften, aber auch die vielen privaten Investoren und Selbstnutzer, die dazu beitragen, dass wir hier im Großen und Ganzen bei allen Problemen, die wir zu lösen haben, doch auf einem richtigen Weg sind. Und unser Ziel, das dürfen wir nicht aus den Augen lassen, das sind natürlich lebenswerte, bezahlbare Wohnungen, aber auch das dazugehörige Umfeld in den Städten, in den Kommunen und auf dem flachen Land. Es wurde viel zu der Ausstattung der Mittel gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen, möchte deswegen vor allem den Blick in die Zukunft richten. Und wir haben das in unserem Entschließungsantrag gemacht. Und ich bitte auch die Kollegen der Opposition, sich unserem Antrag anzuschließen und daran mitzuwirken. Weil die Voraussetzungen in der Zukunft werden sein, demografischer Wandel. Es werden die wachsenden und die schrumpfenden Städte in unserem Lande sein, denen wir helfen müssen. Die Binnenwanderung, aber auch der Zuzug von außen. Und natürlich nicht zuletzt der Klimawandel, was ein Problem in den Städten, aber auch auf dem flachen Land ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stadtumbauprogramme, die wir sehr gut ausgestattet haben, die wir jetzt zusammenlegen zu einem gemeinsamen Programm, beinhaltet genau das. Und ich kann Ihnen sagen, auch Frau Leiweit, Sie das angesprochen haben, wir achten sehr darauf, dass die Sonderförderbedingungen für die ostdeutschen Bundesländer beim Abriss erhalten bleiben. Wir aber gleichzeitig natürlich auch Kommunen, die in schwierigen finanziellen Lagen sind, in anderen Bundesländern in gleicher Weise diese Unterstützung angedeihen lassen. Das ist, denke ich, mehr als gerecht. Und im Übrigen, weil wir auch die Frage der Bildung hier im Blick hatten, gerade auch mit den Stadtumbauprogrammen ist es natürlich auch möglich, und das ist auch unser Ziel, neben dem reinen Abriss insbesondere für die Aufwertung und die Umgestaltung der Quartiere zu sorgen. Und dazu gehören auch Schulen. Und es gab in Thüringen unter der CDU-Regierung ein sehr gutes Schulsanierungsprogramm, das auch über den Stadtumbau Schulen umgestaltet hat, den Bedürfnissen angepasst hat, die heute hervorragende Lehrbedingungen haben, sicherlich ein Beispiel vielleicht auch für die Kollegen in anderen Bundesländern. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da spielt Stadtumbau mit hinein, aber wird auch durch ein eigenes Programm gespeist, Stadtgrün. Und ich muss sagen, hier gibt es noch enormes Potenzial. Ich finde es bedauerlich, dass wir in dieser Legislatur nicht dazu gekommen sind, die Kompensationsverordnung zu ändern. Aber ich glaube, und liebe Kollegen von den Grünen, das ist auch noch mal ein Appell an Sie, wir sollten überlegen, wenn es darum geht, Ersatz und Ausgleich zu machen für Flächeninanspruchnahme, dass diese Möglichkeit auch in den Städten, auch in Siedlungsstrukturen möglich sein muss. Die Kleingärtner geben uns dafür das beste Beispiel. Sie schaffen in ihren Anlagen teilweise Reservate, wo sich Tierwelt entwickeln kann, wo Pflanzenwelt es sich entwickeln kann. Das ist durchaus auch möglich in den Städten. Und machen wir uns nichts vor, jeder Stadtkämmerer, der stöhnt immer über Stadtgrün, mit diesen Mitteln entlasten wir natürlich die städtischen Kassen auch. Also das ist ein Punkt, den wir uns auf jeden Fall annehmen sollen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über Wohnungsbau und über Wohnen reden, dann ist es auch immer eine soziale Frage. Und die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist immer am besten dann gelöst, wenn wir vielen Menschen es ermöglichen, sich eigenen Wohnraum zu schaffen. Eigenen Wohnraum, der ihnen gehört und über den sie verfügen können. Und da sind es vor allen Dingen
Da sind es vor allen Dingen die Familien, da sind es vor allen Dingen die Schwellenhaushalte, die es schwer haben, hier zu Wohneigentum zu kommen. Denen müssen wir helfen. Zum einen durch die Möglichkeiten steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten. Das kann aber auch nicht jeder. Also müssen wir, das kann auch nicht jeder. Deswegen ist unser Ziel, und daran sollten wir arbeiten, Wohnungsbauprämie verändern, dass wieder die Möglichkeit besteht. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Frage der Grunderwerbssteuer. Die Grunderwerbssteuer, die ja sehr mit reinschlägt, wenn es darum geht, Wohneigentum zu erwerben. Da sollte man drüber nachdenken. Ich finde es nicht richtig, dass das zum Beispiel in Thüringen auf 6,5% erhöht worden ist. Sachsen ist nach wie vor bei 3,5% und sorgt auf die Art und Weise dafür, dass Wohneigentum gebildet werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, letzter Satz, damit auch nicht nur über die Städtebauförderung gesprochen worden ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, so wie es uns gelungen ist, die Baunutzungsverordnung zu ändern und das sogenannte urbane Gebiet zu schaffen, dass wir diese Änderungen neben den großen Metropolen, neben den großen Städten, auch in die kleinen Städten und Gemeinden tragen, damit dort das Leben auch lebenswert bleibt, damit das nicht nur Schlafdörfer sind, sondern dass sich dort auch Gewerbe entwickeln kann und Menschen vielleicht gar nicht mehr in die großen Städte ziehen, sondern ihr daheim auf dem Dorf, in der kleinen Stadt genauso finden. Das ist das, was Deutschland stark macht. Daran müssen wir weiter arbeiten. Dazu rufe ich Sie alle auf. Machen Sie den ersten Schritt durch die Zustimmung zu unserem Antrag und alles weitere in der nächsten Legislaturperiode. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache.